Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Skyblock auf meinem Kanal. Ich sage ein neues Video und ihr habt ja sicherlich das Update-Video schon gesehen. Das habe ich ja gestern hochgeladen in dem Sinne. Kommt gar nicht so wie gestern vor, aber einfach nur krass. Und es hat sich irgendwie verändert während des Update-Videos. Eigentlich nicht viel, außer so ein paar Kleinigkeiten, nämlich mein Inventar sieht aus, immer noch wie zugemüllt. Ich habe 71 Gold und ich habe diese tolle Battle Axe jetzt. Ich muss sagen, ich habe sie ja im Video als sehr, würde ich sagen, selten eingeschätzt so. Und das entspricht auch dem Falle. Denn um das zu kriegen, muss man echt schon lange auf Eisen rumhacken. Aber mit Glück kann man sogar zweimal oder in einem Abstand, dass man halt zweimal das Holz bekommt. Und es ist schwer, aber schaffbar. Natürlich, das mit dem Gold ist klar, dass das nicht schaffbar ist. Also, was heißt schaffbar? In dem Sinne halt so einfach hinzukriegen ist. Aber okay. So, was wir in dieser Folge machen werden, wir werden uns ein Häuschen bauen. Denn ich habe kein Haus. Ich lebe auf der Straße in dem Sinne. Ich habe hier. Okay, wir haben keine Straße. Ich lebe auf dem Gras eigentlich. In der Natur lebe ich einfach. Und ich wollte mir mal ein kleines Häuschen hier bauen. Das heißt, wir erweitern die Insel ein bisschen. Das wäre dann heute die Aufgabe im Video, was wir dann machen werden. Denn nebenbei werde ich noch so ein paar kleine Dinge ansprechen, die ich geplant habe mit euch. Also mit Interaktion der Community. Und ich würde sagen, legen wir sofort los. So, und nämlich das Erste, was ich ansprechen wollte, ist Folgendes. Nämlich, dass ich geplant habe, das habe ich auch, glaube ich, im Livestream auch erzählt, glaube ich, dass ich plane, eine Challenge zu organisieren. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine Challenge, wo ich sage, baut das und das und der Gewinner wird dann halt, was weiß ich, Geld oder einen Smelter bekommen oder irgendwie sowas in der Art halt. Halt eine Auszahlung, einen Preis dafür, was er halt dann geleistet hat, ist ja klar. Und für diese Challenges werde ich dann extra auf einem Discord-Server, ich weiß nicht, ob ich das noch machen, so machen werde. Also entweder werde ich das so machen, ich werde das auf ein... Ich habe schon geplant, das kann ich auch mal kurz dazu mit einwenden. Ich habe geplant, einen, einen Skyblock Germany zu erstellen. Also halt einen Skyblock Discord Community Server, wo man halt ganz viele andere deutsche Skyblock Leute treffen kann. Auch wenn es sehr nicht so selten ist im Spiel, dass man Deutsche trifft. Aber vielleicht will man ja noch mehr Kontakt mit deutschen Roblox-Spielern haben, die auch Skyblock feiern, so wie ich oder wie ihr, die gerade das Video gucken. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Der Server ist, wie gesagt, im Bau in dem Sinne. Aber ich glaube sehr, dass der am Samstag circa, also im nächsten Video, weil das Video kommt ja am Samstag, fertig sein wird. Und dann könnt ihr auch drauf joinen und dann könnt ihr auch, enjoyen und vielleicht neue Freunde kennenlernen oder was auch immer. Und finde ich eigentlich eine ganz nice Sache. Wie gesagt, ob ich die Challenges dann da veranstalten werde, ist noch fraglich. Weil ich habe ja auch noch meinen eigenen Discord. Link in der Videobeschreibung. Und da mache ich auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon sagen, da mache ich auf jeden Fall die Giveaways im Stream, die ich jeden Sonntag mache. Oder versuche zu machen, weil man muss sagen, wenn ich jetzt als Beispiel 24/7 dieses Spiel aufnehmen würde, also jeden Tag ein Skyblock-Video, wäre anscheinend für euch toll, aber einfach der Content, der wird nicht gegeben, weil ihr wisst, das Spiel ist eigentlich ein Spiel, das ist eigentlich so, das zieht sich ein bisschen in Länge, weil man muss halt bauen, man muss die Sachen craften und all diesen ganzen Kram. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, die Aufnahmetermine nur Dienstag und Samstag zu machen, weil in diesen Zwischenräumen kann ich dann halt noch was verändern, dass das euch wieder das Zugucken auch Spaß macht und sonstiges. Und wie gesagt, freut euch drauf. Ich mache, wie gesagt, ein Discord offen dafür extra und mal gucken, was ich dann noch alles da machen kann. Also, ich werde es auch so machen, dass es da eine Trading-Ecke auch geben wird. Also, das gleiche eigentlich, was auf dem normalen Discord ist, von denen, also von Skyblock. Aber halt erstens auf Deutsch und ich hoffe, nicht so übertrieben überrannt wird, wie der eigentliche. Weil ich hatte auch, und das kann ich auch mal kurz sagen, was aus dem Stream. Nämlich einer der Entwickler hat meinen Stream kurzfristig geguckt und war mir auch kurz ein Spiel hinterher gejoint. Nämlich, das war der die ganzen Modelle hier macht und sonstiges. Grüße gehen raus an ihn auf jeden Fall, wenn er das Video sieht. Er hat auch gesagt, dass das auch eine reinste Hölle ist und deswegen will ich auch, das auch für euch so machen. Und wie gesagt, freut euch einfach, seid darauf gespannt, wie der Discord-Server dann aussehen wird. Und ich habe keine Erde mehr, das ist super. Freut euch einfach drauf und dann werde ich da auch, wie gesagt, die Sachen auch stattfinden lassen.
Und die Giveaways, wie gesagt, werden dann auch auf meinem Main-Discord, auf meinem Community-Discord dann stattfinden. Und ich kann auch sagen, wenn ihr Zeit habt am Sonntag um 16 Uhr, dann kommt einfach in den Stream rein. Ihr wird nichts verpassen, der Stream war einfach wirklich genial geil und ich hatte so viel Spaß, auch ihr hattet so viel Spaß, also die dabei waren. Das Giveaway war einfach nur krank. Ich habe insgesamt was, glaube ich, 3 Gears oder, nee, 5 pinke Gears, dann 2 Smelter und noch ganz viel Kram verkauft. Also, wenn ich dann noch irgendwann irgendwie, oder wenn es irgendwann einfach in die Tour geht, wie mal Gold und sonstiges, das kommt alles dann im Giveaway alles vor. Was es im nächsten Giveaway geben wird, also Sonntag, werde ich jetzt nicht sagen. Die Leute, die den Stream geguckt haben, werden es eventuell wissen. Aber wie gesagt, das ist so ein Ding. So, dann pflanzen wir kurz, oder ziehen wir kurz unsere Berries hier ab. Dann müssen wir auch gleich wieder verkaufen gehen, weil ich brauche unbedingt Erde, um unsere Fläche für unser Haus, unser kleines, fertig zu kriegen. Ich hoffe, wir schaffen das in der Folge. Und ja, so, dann verkaufen wir kurz noch schnell. Gucken wir mal, wie viel Onions haben wir denn eigentlich. Oh, wir haben 455 Onions, das ist schon... Also ich muss sagen, ihr habt auch vielleicht gesehen, der Tower hat sich verändert. Ich habe dann noch einen größeren Tower, also der Main Tower ist größer geworden. Weil ich habe ja 2 Towers und der andere ist jetzt größer geworden. So, mal kurz gucken, was da kommt. Noch der Bäcker. Einen Kuchen, einen Karottenkuchen. Hier auch mal nochmal kurz zu sehen, wie der aussieht. Den können wir uns mal machen. Den machen wir mal gleich. Wir machen mal gleich einen Karottenkuchen. So, aber davor kaufen wir noch kurz mal schnell... Ach, man, da brauche ich für Karotten, glaube ich. Habe ich Karotten? Oh, ich weiß gar nicht. Kaufen wir kurz schnell 200 Blöcke. So, das müsste eigentlich reichen für erstmal. Wir haben ja jetzt unsere Fläche. Wir müssen den Baum noch wegmachen. Also wir auf jeden Fall hier so ein kleines, schnickes Haus machen, wo wir die Workbench reinpacken können. Oder was das auch immer wieder reinpacken könnte. Kiste, kurz Mini-Lager. Auch Mini-Lager. Weil ich finde, ein Lager an sich ist cool. Aber so wie ich es geplant habe, also wer meine Views aktiv verfolgt von Skyblock, weiß, dass ich eigentlich hier geplant habe, eine Lagerinsel zu machen. Aber dann ist mir aufgefallen, das habe ich getestet, dann nach dem Video sogar, dass die Items es nicht mal schaffen würden, bis dahin zu kommen, wenn man das über das Fließband laufen lassen würde. Finde ich leicht schade, aber... Ich schätze mal, das liegt, weil sonst wird das Server, oder wird der Server einfach laggen. So, jetzt habe ich eine Fläche. Ich finde, die ist gar nicht groß genug für einen Hausbau. Das heißt, wir hacken mal kurz diesen Baum ab. Ich muss mal gucken auch, welches Holz sich am besten dafür eignen würde. Weil wir haben ja keine Baum... Wir haben ja keine Stämme, ist das Ding. Das heißt, wir müssen improvisieren. Einer hat mir auch so geschrieben in den Kommentaren. Ich weiß nicht, wann ich das Video... Das war das vorletzte Video. Da hat einer geschrieben, ich soll doch ein Hotel bauen. Und... So viele Dinge könnt ihr auch mir öfters mal in die Liste, also in die Kommentare reinschreiben, was ich denn bauen soll, weil ich habe mir so gedacht, ja, baust du das Hotel dann einfach auf der Insel hier, weil das ist dann die Community-Insel. Und da werden dann auch dann die, da so Drop-Giveaways stattfinden und all so ein Kram. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber wenn ihr noch mehr Ideen habt, was man bauen kann, schreibt einfach in die Kommentare. So, jetzt müsste ich mal kurz, wie viel Holz haben wir? Wenn das Holz, das haben wir noch nie ausgetestet, das Holz wissen wir, obwohl das ist das Pine Wood, richtig? Ja, okay, das sind die Pine Planks. Ich würde sagen, lass mal gucken, da ja dieses Marble Wood so einen leichten Orange-Tick hat, passt das überhaupt ein? Mal gucken. Ich würde sagen, wir nutzen, auch wenn das ein bisschen teuer jetzt wird, wir nutzen das Pine Wood und das Marble Wood, weil ich finde, das Oak Wood ist mir noch zu einen Ticken hell. Deswegen bauen wir das Haus jetzt einfach mit dem neuen oder dem teuersten Baum. Das heißt, wir müssen kurz ein paar Bäume kaufen. Viel Geld habe ich, 22.000. Müssten eigentlich ein paar reingehen. Ja, hier, guck mal, 15 Stück, 15.000. Abfahrt, dann haben wir ein paar Bäume. Die werde ich dann jetzt kurz auf der Farminsel wieder platzieren und dann werden wir, ja, ein paar Bäume fällen. So, hier sind die 15 Seeds. Dann planten wir die mal alle. Auch wenn ihr wollt, zum Beispiel auch so welche Bäume kann ich halt, auch wenn es nicht was Spezielles wäre, aber ich sag mal so, kostet schon viel, daher ist es ja was Spezielles. Ich kann auch so welche Saplinge hier auch zum Beispiel verlosen im Stream. Wie gesagt, einfach Sonntag 16 Uhr einschalten und 4 Stunden genießen und enjoyen. So, dann lassen wir die mal kurz wachsen. Ja, das läuft ja eigentlich ganz gut. So, die lassen wir wachsen. In der Zeit farmen wir nochmal ein bisschen von dem Pinewood. Denn wir wollen natürlich auch ganz viel Holz haben. Ich weiß gar nicht, was ich das Dach machen würde. Da müsste man nochmal gucken. Ich glaube, aber die Ränder auf jeden Fall mit den Stone Bricks. Wir können auch schon mal so eine leichte... Ja, wo müsste die Maschine anschmeißen, der Fächster? Wir können ja schon mal so einen leichten Rahmen bauen, dass wir so eine kleine Übersicht haben. So, dann gehen wir mal kurz hier hin. Das ist jetzt ein Innen, das heißt, wir müssen von hinten rum.
pack mal kurz da Kohle rein. Zack. So, die läuft jetzt, die Maschine. Dann nehmen wir das Pinewood. Ich hoffe mal, das wird erstmal reichen für das, was wir brauchen. Was mich noch ein bisschen stört immer, wenn man eine Animation hat wie die. Ihr seht, er droppt sie manchmal irgendwie echt seitwärts. Also das müssen wir einfach nur noch fixen, dass das halt, egal ob das Animation ist oder nicht, dass die Animation einfach ignoriert wird. Weil so ist es halt echt nervig mit gewissen Animationen. So. Wir haben jetzt hier ein bisschen Pinewood. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt kommt keine ganze Horde reingebrettert. Oh, da ist ein Baum gerade gewachsen. Das heißt, die Bäume müssen jetzt auch wachsen. Danke, Henny, dass du dich in der Aufnahme meldest. Ich liebe es auch. Einfach mal so gemutet, ne? So, und jetzt müsst... Oh, also manchmal ist das Holz echt komisch in dem Spiel. So, jetzt muss man kurz mal Kohle hinterher schmeißen, falls die Maschine ausgeht, während wir kein Holz haben. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Also, ich habe jetzt richtig Bock auf Natur bauen. Andy, sei ruhig. Ich finde, das sieht echt schön aus. Also, irgendwie, das hat irgendwas. So, dann hacken wir mal sofort diese Bäume hier ab. So. Zack, das ganze Holz flöten gegangen. Oh. Okay. Dann warten wir auf das Holz noch und dann Abfahrt. So, wir können mal kurz gucken, was die Onion Farm auch macht. Da scheint sich schon viel gestackt zu haben. Okay, bis hier unten die Rest der Truhen sind voll. Ja, weiß, also, ich mag die Farm, aber ich weiß nicht, ob das nur dran liegt, weil der Tower noch nicht groß genug ist, dass die genug produzieren. Das kommt mir so vor, als würden die nicht richtig da funktionieren, reinrutschen. Aber das ist auch jetzt nicht das Ding. Wir machen jetzt mal kurz so. Ich würde sagen, wir fangen von hier hinten an. Hier hinten ist dann einmal so, drei frei. Ist die Frage, machen wir jetzt so? Das heißt, also alles flach oder? Wir können mit Zäunen könnten wir noch ein bisschen verzieren. Wir gucken mal, wie wir das so placen. Und dann jetzt hier und mal kurz daraus nochmal einmal eine Treppe bauen. Wo ist die Treppe davon? Die Treppe ist hier. Craft mal kurz eine Treppe. Oder wir kriegen zwei davon. So, wie sieht das aus? Ja, mal gucken, ob wir das jetzt noch einen raus gucken lassen. Ich glaube, in Skyblock sieht das nicht so schön aus, wenn wir es mit Minecraft vergleichen würden. Also, ich baue mal das Haus normal, so wie ich es dann jetzt in dem Style bauen würde. Wir gucken uns das mal an, wie das dann aussehen würde am Ende. Ich muss sagen, das Holz... Ich glaube, wenn wir wirklich das Eichenholz genommen hätten, das wäre viel zu hell. Das wäre viel zu hell gewesen. Wir bräuchten am besten noch mehr Setzlinge, die verschiedene Farben oder Holzarten bieten. Oder, ja, eigentlich Texturen. Es sind ja Texturen eigentlich ja nur, ne? Also wir bräuchten mehr Texturen eigentlich im Spiel, um ein bisschen mehr Varianten reinzukriegen. So, und eigentlich den Eingang will ich jetzt nicht zumauern. Also wir machen den wieder auf. Mache auf die Türe. So, und haben wir jetzt nochmal noch eine Slab davon? Ich glaube nicht. Da haben wir auch keine Stufen von. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Workbench, craften uns mal kurz eine zusammen. Und kleistern hier dran. Perfekt. Dann brauchen wir noch eine Tür. Denn ein fertiges Haus braucht auch immer eine Tür. Oder ein nicht fertiges Haus. Oh, da brauchen wir Pinewood für. Okay. Weil sie müssen wieder die Pinewood-Setzlinge anpflanzen, dass wir normales Pinewood, Pinewood-Stämme bekommen. So, das müsste eigentlich spawnen können. Außer der andere ganz hinten, den bezweifle ich mal, dass der spawnen kann. Aber soll ich das weiß, brauchen die eigentlich nur eine Fläche von 3x3, dass die Platz genug haben. Oder 4x4, also 4 Abstände, aber die sind 3x3 groß. Oh, wir haben einen Busch, ein Seed bekommen. Ich würde mal sagen, den pflanzen wir sofort an erstmal. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann bei dieser Farm auch noch da verlegen, weil das einfach viel zu eng wird sonst auf der Insel. Aber fahren wir fort mit dem Projekt. Oh, wir haben kein Holz mehr, überraschenderweise. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob man es mit Zäunen noch ein bisschen hübscher machen kann, aber ich würde die doch eventuell
einen nach draußen setzen, dass wir halt ein bisschen mehr Dynamik in das Haus reinbekommen. Aber ich würde sagen, das war's schon erstmal für das Video. Wir haben unser Haus angefangen, wir haben ein bisschen Update-News, Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr hier Ehrenmänner seid oder Ehrenfrauen, dann zeigt es mir einfach mit dem Abo und aktiviert die Glocke, dass ihr kein neuestes Video von meinem Kanal mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.